Es gibt immer wieder Leute, die ihre Folien und die entsprechenden Notizen ausdrucken möchten. Ich gehöre nicht dazu. Mir reichen eigentlich die Notizen, die während der Präsentation am Bildschirm eingeblendet werden. Auch hier gibt es einen Notizenmaster über Ansicht. Neben dem Folienmaster hast du einen Handzettelmaster. Der wird gebraucht, wenn du deine Präsentation auf Papier an deine Betrachterinnen und Betrachter abgeben möchtest. Das sind dann kleine Miniaturen und Linien für handschriftliche Notizen nebendran. In diesem Fall aber brauchen wir den Notizenmaster und hier kannst du dieses Blatt noch bearbeiten. Kopfzeilen, so das brauche ich eher nicht. Man könnte da diese Miniatur noch etwas vergrößern. Allenfalls auch den Text hier unten, da noch etwas mehr Platz schaffen, die Schriftgröße ändern, wie auch immer. Wenn du die Masteransicht wieder schließt, so merkt man eigentlich nichts. Erst beim Drucken, Datei drucken, siehst du nun, hast du hier die verschiedenen Möglichkeiten, einerseits die ganzen Folien, dann eben diese Notizseiten. Du kannst auch mehrere Folien auf ein Blatt ausdrucken. Das wären diese Handzettel. In diesem Fall nehmen wir Notizseiten. Es hat ja keine Notizen drin, aber du kannst dir sicher vorstellen, wie das ausschauen würde. Das wäre natürlich eine enorme Papierverschwendung, wenn wir immer ein A4-Blatt pro Folie verwenden würden. Da gibt es aber die Möglichkeiten, bei den Druckereigenschaften mehrere Seiten pro Blatt, ich wähle mal 4 einzustellen und so hast du so postkartenformatige Handzettelchen, die könntest du dann entsprechend noch zuschneiden und dann hält sich auch der Papierverbrauch einigermaßen im Rahmen.